Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr diese wunderschöne Mütze ganz schnell und ganz einfach nachhäkeln könnt, und zwar in allen Größen. Man startet hier mit dem Bündchen, das wird quer gehäkelt. Das Tolle daran ist, ihr häkelt einfach so lange hier dran entlang, bis ihr den Kopfumfang erreicht habt. Hinterher häkelt man hier in Runden hoch, bis ihr die gewünschte Höhe erreicht habt, und hier oben arbeitet man dann noch so ein paar Abnahmen mit ein, zieht das hier oben zusammen, ja, und fertig ist die Mütze im Grunde genommen. Also wie gesagt, mit jeder Wolle in jeder Größe könnt ihr das nachmachen, ganz einfach und ganz schnell. Ich hinterlasse euch dann in der Beschreibung, so wie immer, noch Angaben zu allgemeinen Größen, zu Kopfumfängen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, ganz einfach, ganz schnell. Ich habe hier in dem Video dieses Mützchen hier, habe ich jetzt in einer Größe für einen Kopfumfang von 42 cm gearbeitet. Aber wie gesagt, das könnt ihr ganz, ganz individuell häkeln. Ja, dann würde ich mal sagen, starten wir einfach und viel Spaß beim Häkeln. Und vergesst nicht, mir einen Daumen hoch zu geben, wenn euch das Video gefällt. Und ihr könnt mich dann auch gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, und dann verpasst ihr in Zukunft keine weiteren Videos von mir. Okay, und jetzt geht's los. Für unsere Mütze starten wir erstmal mit einer Luftmaschenkette. Und zwar wird jetzt die Luftmaschenkette so hoch gehäkelt, wie unser Bündchen sein soll. Also hier in unserem Fall, ich häkle jetzt insgesamt 9 Luftmaschen. 1, 2, 3. So, ich habe jetzt hier meine 9 Luftmaschen. Ich mache noch eine weitere, eine zehnte. Denn jetzt wird immer in jeder Reihe werden jetzt 9 feste Maschen gehäkelt. So, wir überspringen die erste, gehen in die zweite Masche und häkeln jetzt die ganze Runde hier entlang feste Maschen. Also insgesamt 9 Stück. So, Masche für Masche hier in der Luftmaschenkette entlang bis zum Ende. Wenn wir hier am Ende angekommen sind und unsere 9 festen Maschen gehäkelt haben, dann geht es wie folgt weiter. Wir häkeln eine Wendeluftmasche, wir wenden unsere Arbeit, und ab jetzt wird immer nur noch in das hintere Maschenglied gehäkelt. Diese erste Wendeluftmasche, die überspringen wir. Wir gehen in die erste feste Masche und häkeln nur in das hintere Maschenglied rein. So, und das machen wir ab jetzt immer. Dadurch entsteht dieses elastische Bündchen. Immer nur hier hinten rein. Das macht ihr bis zum Ende der Runde, und am Ende treffen wir uns nochmal wieder. Hier am Ende müsst ihr aufpassen, dass ihr auch wirklich das letzte hier häkelt. Ihr könnt ja zur Sicherheit immer zählen, dass ihr immer eure 9 festen Maschen oder so viel, wie ihr halt hier definiert habt, dass ihr immer eure gleiche Anzahl an festen Maschen hier in einer Reihe habt. Ja, und dann am Ende der Runde hoch. Das ist jetzt immer gleich. Immer wird die Wendeluftmasche gehäkelt. Wir wenden unsere Arbeit, und dann geht es wieder los. Die erste Wendeluftmasche überspringen wir. Wir gehen in die nächste, wieder in das hintere Maschenglied. Also so geht das jetzt immer weiter. Und wie gesagt, zur Sicherheit könnt ihr ja immer wieder mal nachzählen, dass ihr immer dieselbe Anzahl an Maschen habt in der Reihe, damit ihr hier nichts unterwegs verliert. Ja, und das war es im Grunde genommen auch schon. Also immer am Ende die Wendeluftmasche wenden und immer in das hintere Maschenglied eine feste Masche häkeln. So, und das machen wir jetzt so lang, wie unser Bündchen am Umfang erreichen soll. Also so müssen wir uns das ja vorstellen. Wir häkeln hier in den Kopfumfang, und dann könnt ihr das anprobieren zwischendurch, ob das passt, oder am Zentimetermaß abmessen. Ich zeige euch das gleich mal, wie ich das dann mache mit dem Abmessen. Und dann sehen wir uns gleich nach ein paar Runden wieder. Jetzt häkelt ihr erstmal Reihe für Reihe, und dann bis gleich. So, ich habe das Bündchen jetzt hier im Umfang fertig gehäkelt. Ich lege das jetzt in meinem Fall hier dran. Also das Idealste ist natürlich, wenn ihr das so nehmen könnt, um den Kopf halten könnt, ruhig ein bisschen ziehen, das soll ja auch stramm sitzen, und dann eben abmessen könnt, ob das passt. So, wenn ihr denjenigen zum Probieren nicht da habt, dann legt ihr das hier an bei 0 und zieht ruhig auch ein Stückchen dran. So, und ich habe jetzt hier meine Breite von 42 cm, also für den Kopfumfang von 42 cm erreicht. So, das heißt, wir schließen jetzt hier unsere Arbeit.
Und zwar legen wir uns die Arbeit so gegenüber. Übrigens ende ich auch immer gerne auf der Seite, dass auf der anderen Seite hier das Band ist, denn das können wir gleich mit einhäkeln und im Grunde genommen verschwinden lassen. Dann müssen wir hier unten nichts mehr vernähen. So, das heißt, wir legen uns hier die Maschen so gegenüber. So, und jetzt wird hier verschlossen. Wir gehen hier direkt in diese erste Masche und hier hinten in die erste Masche und starten schon mit der ersten Kettmasche. Das heißt, wir ziehen den Faden hier durch und auch hier durch, so, und haben unsere erste Kettmasche. Und dann geht es weiter, Masche für Masche. Wir gehen in die nächste und auch hier hinten in die nächste Masche und ziehen den Faden wieder komplett durch. Also immer mit Kettmaschen verziehen. Ihr könnt das auch vernähen, wenn ihr möchtet. Das geht genauso gut. So, und dann in die nächste. Eins für eins. Eins zu eins wird das hier verschlossen und dann kommt das oben auch hin am Ende. So, hier in die nächste. Und wieder eine Kettmasche. Und die nächste auch, in die nächste. Wir sehen, wo wir hier rausgekommen sind, also die nächste. So, und das machen wir bis zum Ende. Und hier treffen wir uns gleich wieder. Und hier am Ende der Runde, also die letzte Masche hier ist geschlossen. Das ist jetzt die linke Seite, denn hier ist so eine kleine Naht entstanden. Wenden wir unsere Arbeit einfach, so damit die Naht jetzt innen liegt. So, und dann häkeln wir auch schon weiter. Also ich nehme mir jetzt mal gucken hier den Faden, diesen Anfangsfaden, den wir hier haben. Den häkel ich jetzt einfach weg. Den lasse ich jetzt hier verschwinden. Ich zeige euch das mal eben. Ihr könnt den natürlich auch am Ende vernähen. Aber ich häkel den jetzt hier einfach mit ein. Ich lasse den hier oben auf der Arbeit mitlaufen. So, und jetzt geht es erstmal mit festen Maschen weiter. Wir häkeln jetzt erstmal eine Wendeluftmasche und häkeln hier genau rein, wo wir hier rauskommen, eine feste Masche. Also es geht mit festen Maschen weiter. Und jetzt häkeln wir immer in diesen Erhöhungen dazwischen, in die Erhöhung, dazwischen, immer so im Wechsel. So, dann starten wir hier. Wie gesagt, den Faden hier einfach mitlaufen lassen. Ich gehe mal anstatt in diese Lücke, weil da ist oben nur ein Faden, immer gerne ein Stückchen weiter davor. Dann ist das hier ein bisschen stabiler. So, und eine feste Masche. Und dann wieder hier in die Erhöhung. Und eine feste Masche. Und dann wieder danach, dazwischen. So, und das machen wir jetzt die ganze Runde entlang. Wie gesagt, hier, 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 bis zum Ende. Und da treffen wir uns gleich wieder. Und diesen Faden übrigens, den wir hier drin einfach mitlaufen lassen, den können wir nach einer Zeit, ich habe jetzt hier so ein ganzes Stückchen schon gehäkelt, den kann man auch schon vorher abschneiden. Passt nur auf, dass ihr den richtigen abschneidet. Ich ziehe jetzt so ein bisschen da dran und dann schneide ich den einfach ab und dann ist der hier weg. So. Und dann häkelt ihr einfach hier dran entlang weiter. Und am Ende der Runde verschließen wir unsere Arbeit hier in unserer ersten Masche einfach mit einer Kettmasche. So, was wir jetzt einmal machen müssten, bevor wir weitermachen, ihr müsst einmal hier alle Maschen zählen, die wir jetzt hier haben in der ganzen Runde, denn wir brauchen jetzt eine Teilbarkeit durch 6 für das Muster, was jetzt kommt. Wenn uns dann, also in meinem Fall, mir fehlen jetzt auch 3 Maschen, das heißt, ich doppel einfach an einigen Stellen. Also ihr zählt das jetzt erstmal durch und dann geht es weiter. Dann häkeln wir 1, 2 Luftmaschen, die stellen jetzt unser erstes Stäbchen dar. Wir häkeln hier direkt wieder rein. Das ist dann das zweite Stäbchen. Wir bereiten jetzt unser Muster im Grunde genommen vor. Dann das dritte Stäbchen. So, und ich brauche jetzt noch, wie gesagt, muss ich noch ein bisschen doppeln, damit ich auf meine Teilbarkeit durch 6 komme. Und dann häkelt ihr einfach an eine Stelle mal 2 Stäbchen rein. Das mache ich jetzt zum Beispiel mal einfach hier. So, jetzt habe ich ein Stäbchen schon mal mehr. Das macht ihr dann schön verteilt im Laufe der ganzen Runde, sodass ihr am Ende eine Anzahl an Stäbchen habt, die teilbar durch 6 ist. Und dann sehen wir uns gleich hier am Ende wieder.
So, wenn wir jetzt hier am Ende der Runde sind, dann haben wir darauf geachtet, dass wir eine Teilbarkeit durch 6 haben bei der Anzahl unserer Stäbchen. So, und dann geht es jetzt los mit unserem Reliefstäbchenmuster. Und zwar, wir verschließen erstmal hier in dem ersten Stäbchen mit einer Kettmasche. Und wir starten jede Runde so. Und zwar, dass wir um dieses erste Stäbchen direkt schon mal einmal rumgehen, beziehungsweise die Luftmaschenkette hier, mit der wir immer starten, und häkeln erstmal eine Kettmasche. Das soll dafür sorgen, dass das Stäbchen schon mal so ein bisschen hier nach vorne guckt, wie ein Reliefstäbchen, das nach vorne gehäkelt wurde. So, und dann starten wir mit 1, 2 Luftmaschen. Das nächste Reliefstäbchen wird dann ebenfalls nach vorne gehäkelt. Jetzt ganz normal, also mit der Nadel hier einmal drum, den Faden holen und ganz normal ein Stäbchen abhäkeln. So, und jetzt kämen 4 Reliefstäbchen nach hinten. Das heißt, wir gehen mit der Nadel von hinten nach vorne um das Stäbchen drumherum. Wir kommen wieder hier hinten raus, holen uns den Faden hier durch und häkeln ganz normal ein Stäbchen ab. So, und das machen wir 4-mal. Das heißt, bei dem nächsten Stäbchen ebenfalls einmal mit der Nadel hier drumherum, den Faden holen und ganz normal ein Stäbchen abhäkeln. Das war Nummer 2, dann kommt Nummer 3 wieder um das Stäbchen hier drumherum und ein Stäbchen abhäkeln. Und Nummer 4 ebenfalls. So, jetzt gehen wieder 2 Reliefstäbchen nach vorne. Immer 2 vorne, 4 hinten. So, jetzt die nächsten 2 nach vorne. Das heißt, wir gehen wieder hier hinten rum. Das Reliefstäbchen ist dann nach vorne gebeugt. Und wir häkeln ein Stäbchen ab. 1 und 2 und das nächste ebenfalls. Dann kämen jetzt wieder 4 nach hinten. Eins, zwei, drei. Ihr könnt euch auch immer hier gut mit den Fingern helfen. Dann macht ihr diese Lücken ein bisschen breiter zwischen den Stäbchen. Da kommt man eigentlich ganz gut dadurch. Und Nummer 4. So, und dann kämen wieder unsere 2 Reliefstäbchen nach vorne. Eins und 2. So, und das machen wir jetzt die ganze Runde entlang. Und wenn wir hier hinten angekommen sind, dann verschließen wir gemeinsam die Runde. So, und wir beenden jede Runde gleich. Ich habe hier 1, 2, 3. Ein Reliefstäbchen nach hinten fehlt mir noch. Das ist das vierte. So, und wir starten jede Runde gleich mit diesen beiden Reliefstäbchen nach vorne. Das heißt, wir verschließen erstmal wieder hier. In dem ersten Stäbchen hier gehen wir in die Masche rein, verschließen mit einer Kettmasche. So, und jetzt am Anfang einer jeden Runde müsst ihr daran denken hier, wir holen uns erst wieder diese Stäbchen hier nach vorne, indem wir eben hier drumherum eine Kettmasche häkeln. So, und dann starten wir wieder mit 1, 2 Luftmaschen und das nächste Stäbchen guckt nach vorne, denn wir häkeln ja immer 2 Reliefstäbchen nach vorne, 4 Reliefstäbchen nach hinten. So, mit diesen 2 nach vorne starten wir immer. Diese 2 Luftmaschen ersetzen das erste Stäbchen und wichtig, wir holen uns immer mit einer Kettmasche eben diese Luftmaschenkette nach vorne, sodass das schon sofort auch so aussieht wie bei den anderen Reliefstäbchen. Ja, und dann geht es im Grunde genommen immer genauso weiter. 4 nach hinten, 2 nach vorne, 4 nach hinten, 2 nach vorne und so weiter. Das macht ihr jetzt so lange, bis ihr die Höhe eurer Mütze erreicht. Ganz wichtig ist nur halt immer hier beim Start. Denkt dran, eben mit einer Kettmasche, wie eben gezeigt, dass diese Luftmaschenkette nach vorne zu holen, damit sich das schon so nach vorne beugt. Und dann geht es in diesem Verlauf immer weiter. Dann sehen wir uns nach einigen Runden gleich wieder. So, wenn ihr dann die Höhe, die ihr für eure Größe benötigt, erreicht habt, ich sage euch mal eben, wie viel ich hier
jetzt hochgehäkelt habe. Ich habe jetzt hier 14 cm oder fast 14 cm an Höhe. Dann geht es weiter und zwar jetzt arbeiten wir hier Abnahmen rein. Also ich habe jetzt diese Runde hier geschlossen. Ich sage euch mal eben, wie viele Runden ich hier gehäkelt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Runden. So, und jetzt geht es weiter. Also wir häkeln wieder dieses erste Stäbchen nicht vergessen, wieder als mit einer Kettmasche hier so drumherum, damit das Stäbchen schon nach vorne schaut. Dann 1, 2, das bleibt. Das nächste ist das Reliefstäbchen nach vorne. So, und jetzt machen wir Folgendes. Die nächsten zwei Reliefstäbchen maschen wir zusammen ab. Das heißt, wir häkeln einmal hier drumherum, ziehen aber nur durch zwei Schlaufen. So, nicht weiter. Wir häkeln das nächste ab und machen genau dasselbe. So, und ziehen wieder nur den Faden durch zwei Schlaufen. Und jetzt maschen wir diese beiden Reliefstäbchen gemeinsam ab. So, das machen wir bei den nächsten auch. Die nächsten zwei. So, einmal nur durch zwei Schlaufen und wieder hier hinten rum um das nächste Stäbchen. Auch wieder nur durch zwei Schlaufen. Und dann maschen wir gemeinsam ab. So, das heißt, wenn wir gleich hier drüber häkeln, häkeln wir hier als ein Stäbchen, häkeln wir das hier ab. So, dann die nächsten zwei einzeln. Das lassen wir erstmal. Die Reliefstäbchen, die beiden, die nach vorne schauen, ganz normal abhäkeln. So, und dann die nächsten zwei wieder. Genau wie gerade. Wir machen aus 2 1, das heißt, wir maschen das erste nur halb ab, das nächste auch nur halb ab und dann zusammen. Und bei den nächsten zwei wieder. Wir maschen das Stäbchen hier nur halb ab, das nächste auch nur halb ab und dann alles gemeinsam. Und das machen wir jetzt die ganze Runde entlang. Die Reliefstäbchen, die nach vorne schauen, ganz normal. Und die, die nach hinten gehäkelt werden, immer zwei zusammen abmaschen. Okay, und dann treffen wir uns hier am Ende wieder. Wenn wir dann am Ende der Runde sind, verschließen wir die Runde so wie immer. Hier mit einer Kettmasche. Wir gehen wieder um das erste Stäbchen hier drumherum. Eine Kettmasche, damit das nach vorne schaut. Dann wieder zwei Luftmaschen. Und um das nächste Stäbchen hier drumherum. So, und jetzt häkeln wir die beiden Stäbchen, die wir zusammen abgemascht haben, auch gemeinsam ab. So, als eins. Wir gehen wieder so da drumherum, denn die sollen ja nach hinten gewölbt sein. Um das nächste auch, um beide, die wir zusammen abgemascht haben. Und haben dann jetzt im Grunde genommen zwei Stäbchen anstatt vier. So, dann die nächsten zwei, die hier nach vorne schauen, die maschen wir jetzt zusammen ab. Das heißt, hier machen wir jetzt genau dasselbe, wie wir in der Vorreihe hier bei den hinteren gemacht haben. Wir maschen die nicht ganz ab. Das nächste Stäbchen genauso, nur durch die zwei Schlaufen und jetzt gemeinsam abmaschen. So, bei dem ersten, das fassen wir hinterher dann noch zusammen. Das geht am Anfang nicht wegen der Luftmaschenkette, aber das werden wir gleich zusammenfassen. So, dann bei den nächsten wieder diese beiden zusammen als hintere Stäbchen und das nächste auch. Das hatten wir ja schon zusammen abgemascht, also nach hinten als eins. So, und dann kommen wieder die beiden, die nach vorne sind, die beiden Stäbchen. Die maschen wir gemeinsam ab. Das heißt, einmal nur halb abmaschen, das nächste auch nur halb abmaschen und dann gemeinsam. Und das machen wir jetzt die ganze Runde entlang und treffen uns gleich hier. So, und am Ende dieser Runde, man muss erstmal gucken, wo die Runde hier endet, weil sich das jetzt alles so zusammenzieht, hier verschließen wir auch so wie immer. Dadurch ziehen sich diese beiden Stäbchen auch schon zusammen. So, wir gehen hier in das, nicht in die Luftmaschenkette, in das erste Stäbchen rein, verschließen mit einer Kettmasche. So, und jetzt geht es in der letzten Runde einfach nur noch mit Stäbchen weiter. Wir häkeln 1, 2,
Dann gehen wir in die nächste Masche, häkeln ein Stäbchen. So, und jetzt maschen wir immer zwei zusammen ab. Das heißt, wir gehen immer in die Vormasche rein, direkt in die Masche und maschen halb ab. Das nächste Stäbchen auch nur halb und dann zusammen. Beim nächsten wieder. Wir gehen hier rein. Wir maschen halb ab. Wir maschen wieder nur halb ab und maschen zusammen ab. Und wieder. Ihr merkt schon, das wird hier oben jetzt immer enger. Wir maschen nur halb ab. Das nächste auch. Und dann wieder zusammen. Also das heißt, immer zwei Stäbchen zusammen abmaschen. Und dann treffen wir uns hier gleich am Ende wieder. So, am Ende dieser Runde habe ich jetzt hier noch eine Masche. Die häkle ich jetzt einfach ganz normal. Das kann bei euch auch anders sein, je nachdem, wie viel Stäbchen ihr hier in der Runde hattet. So, und dann verschließen wir hier wieder, indem wir in das erste Stäbchen gehen, in die Masche oben, wieder mit einer Kettmasche. So, jetzt schneiden wir hier den Faden lang genug ab. Wir sichern unsere Arbeit. Das war es jetzt mit unseren Runden. So, dann fädeln wir den Faden in eine Wollnadel und jetzt ziehen wir den Faden einfach nur noch hier oben durch diese Maschen so auf und ab hier durch. Wir fädeln das einfach hier so durch und ziehen dann gleich am Ende an unseren Faden. So. Moment, das geht ganz schnell. Das können wir eben hier zusammen machen. Mal gucken, wo wir hier gestartet sind. Das war hier. Genau. Also bis müsst ihr dann gucken, wo euer Anfang war. Und dann ziehen wir einmal ganz kräftig an den Faden. So, wenn wir dann hier richtig dran gezogen haben, dann können wir hier einmal eben mit ein, zwei Stichen das hier oben noch sichern. Und ziehen dann unseren Faden nach innen, in das Innere der Mütze. So, im Inneren der Mütze vernähen wir dann hier den Faden noch, den Rest, das habe ich jetzt schon gemacht, hier ein paar Mal hin und her nähen einfach, dann schneiden wir den Faden. So, wir drehen unser Mützchen nur noch um und fertig ist unsere Mütze. Ich finde, durch die Abnahme ist hier eine schöne Rundung reingekommen hier oben. Ja, wunderschön ist sie geworden. Das Muster gefällt mir auch gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Häkeln und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, mir einen Daumen hoch zu geben. Und ihr könnt mich auch gerne abonnieren und die Glocke aktivieren und dann verpasst ihr in Zukunft keine weiteren Videos von mir. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!